Ja, schönen guten Abend, meine Freunde auf Maverick TV, zu dem ersten Wettvideo zur Fußball-EM. Und im ersten Video machen wir die Verdopplungswette. Das bedeutet, ihr verdoppelt das, was ihr einsetzen tut an Geld. Setzt ihr 10 Euro ein in eure Wette, werdet ihr am Ende 20 haben, setzt ihr 50. Holt ihr 100 ab, habt ihr 50 Reingewinn, bei 100 Euro 100 und so weiter und so fort. Bei 1000 Euro gewinnt ihr 2000 Euro und so weiter. Und zwar geht es um die Spiele Türkei gegen Kroatien und Polen gegen Nordirland, meine Freunde. In meinem Fall spiele ich diese Wette mit einem Einsatz von 200 Euro. Und ihr könnt beliebig spielen, deswegen werde ich die Beispiele anhand von Prozenten euch erklären, die ihr dann im Dreisatz mit eurem Einsatz dann berechnen könnt, wie ihr die jeweiligen Scheine spielen müsst. Und zwar machen wir das Erste. Wir gehen natürlich jetzt so aus. Wir gehen beim Spiel, beim Hauptschein, gehen wir davon aus, dass Kroatien, gehe ich davon aus, dass Kroatien die Türkei schlagen wird und dass Polen Nordirland schlagen wird. Das ist der Siegerschein. Wir sichern uns aber mit drei Scheinen ab, damit wir am Ende des Tages, falls es nicht so kommt und einer spielt unentschieden, nicht so viel Miese machen. Deswegen geht es so los. Mit 6% von eurem Einsatz, ja, bei 10 Euro wären es jetzt 60 Cent, bei 106 Euro, mit 10% von eurem Einsatz, mit 6% von eurem Budget für diese Wette sichert ihr die Unentschieden ab. Polen, Kroatien, Remis. Türkei, Kroatien, Remis. Polen, Nordirland, Remis. Kommt 130 raus. Wäre in meinem Fall jetzt eine Miese von 70 Euro, falls am Ende die beiden Unentschieden spielen. Aber man verliert dann immer noch nicht alles. Dann spielt ihr mit 16%. Sichert ihr folgendermaßen ab: Polen, Nordirland, Remis. Kroatien gewinnt gegen die Türkei. Da habt ihr sogar einen leichten Plus mit diesem Schein. Auch wenn der Hauptschein nicht kommt. Aber die Potte, der Einsatz ist zumindest wieder drinne. Und die dritte Absicherung ist: Polen, Nordirland, Sieg Polen. Türkei, Kroatien, Unentschieden. Mit 16,5%. In meinem Fall jetzt eine Miese von ca. 29 Euro. Aber der überwiegende Teil des Einsatzes wäre auch wieder drin, falls jetzt Türkei, Kroatien, Remis spielt. Ja, und der Hauptschein dann mit 61,5% von eurem Budget. In meinem Fall mit 123 Euro. Spielt ihr dann Polen, Nordirland, Polensieg. Türkei, Kroatien, Kroatiensieg. Die Kroaten haben eine wirklich sehr, sehr starke Mannschaft. Nicht böse verstehen, meine türkischen Atzen werden in der Mitte sowie vorne Feld überlegen sein und werden die technischen Möglichkeiten, die spielen ja in europäischen Top-Vereinen, auf jeden Fall nutzen und hier ein 2-0-Sieg landen. Und bei Polen, Nordirland, viele reden Nordirland heiß und reden hier irgendwie: Polen muss erst das Spiel gewinnen. Wir haben den weltbesten Stürmer, super Offensivkräfte, Groschitzki, Milik. Auch im Mittelfeld sind wir gut besetzt. Kämpfen können wir auch. Krychowiak wird von Sevilla das Spiel antreiben. Und auf der Torwartposition sind wir auch besser besetzt. Ein 2-0-Sieg der Polen wird das auch sein, meine Freunde. Deswegen macht euch da keinen Kopf. Wir verdoppeln auf jeden Fall unseren Einsatz. Viel Glück dabei oder verlieren zumindest nicht so viel, weil wir mit den abgesicherten Scheinen das Geld wieder reinholen und meiner Meinung nach hier keinesfalls die Möglichkeit besteht, dass Türkei oder Nordirland hier Siege landen können. Ja, und dann habe ich noch hier einen kleineren Scheinchen Just for Fun gespielt. Für die beiden Ergebniswetten könnt ihr Just for Fun spielen. 2-0 Türkei. 0-2 Türkei gegen Kroatien und 2-0 der Polen gegen Nordirland als Resultatwette mit 3 Euro.
Ja, dazu braucht man natürlich sehr, sehr viel Glück, weil man kann auch 2-1 gewinnen, 3-1, 5-0. Im Fall von Polen wird es sicherlich ein höherer Sieg. Und Kroatien wird es vielleicht knapp, vielleicht auch ein 2-1 oder ein 3-2. Aber es wird ein Sieg. Kann man aber versuchen. 3 Euro schadet nichts, ist ja nichts. Für 117 Gewinn. Und ein Zehner könnt ihr dann auch noch Just for Fun, falls ihr das Kleingeld übrig habt, auf folgenden Schein spielen. Es ist immer nice. Falls Polen und die Kroaten richtig in Schwung kommen und ihre Gegner auf jeden Fall mit mehr als einem Tor besiegen werden, meine Freunde, da kann man immer ganz locker easy den Handicap-Schein spielen. Handicap-Sieg auf Kroatien, Handicap-Sieg auf Polen. Mit einem Zehner auch nochmal 116. Aber das sind halt so eine Bonusscheine, die interessieren uns nicht. Das ist einfach nur so, falls man wirklich ein Top-Glück hat an diesem Tag, da räumt man halt noch die Honis noch dazu mit ein. Es geht um die Verdopplung. Also Polensieg, Kroatien-Sieg, buttert was rein, sichert gut ab, damit ihr nicht alles verliert am Ende des Tages. Und wir sehen uns dann Sonntagabend nach den Spielen, wenn wir unseren Wetteinsatz verdoppelt haben. Viel Glück an alle. Ich danke fürs Zuschauen. Peace out, meine Freunde.